Ist die Frage, ob wir noch irgendwas mitnehmen müssen, können, sollten. Also vor allem hier. Achso, haha, ja. Nö, 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 nö. Wir haben nichts mehr hier, das ist alles fertig. Das war die blöde Karte. Hoffentlich zeigt die da noch was an. Das wäre sonst relativ ärgerlich. So, dann können wir... Da hinten, ja, es kann da auch da bleiben. Die Glasscheiben haben wir abgelegt. Diesen Krams können wir auch hier lassen. Das werden wir sicherlich hier nochmal brauchen. Die Samen können wir eigentlich auch ins Meer kippen. Egal. Die Fische ein bisschen füttern. Tintensack Papier können wir mitnehmen. Und des Weiteren, Kohle kann da bleiben, ist mir egal. Ist mir egal. Achso, ein neues Boot müssen wir uns bauen. Dieser komische Honky Tonk namens... Achso, da kommt glaube ich... Nee, da der nicht. Ich wollte gerade sagen, da kommen bestimmt diese... Das war auch gerade relativ sinnlos, denn das hätte doch genau gepasst. Ach, wieder nicht. So, und jetzt ab dafür, wir machen uns auf den Heimweg. Und schön groß gewachsen. So. Und los geht's, das sollten wir schaffen. So weit ist das ja eigentlich nicht. Wieder die Karte hier ein bisschen bemalen. Wir können ja auch ganz gerne, können wir auch gerne immer hin und her wechseln, dass wir beide so ein bisschen bemalen. Die wird da unten jetzt schon so ein bisschen bepinselt. So. Und nein, das war der Stuhl so teilweise. Das war nicht nur ich, der da geknackt hat. Gleich müssten wir aber durchpieken. Yay. Aber er malt nicht mehr. Warum nicht? Habe ich mein Herz verloren? Ich hatte es irgendwann mal ausprobiert, da ging das so, wenn man kurz weggeguckt hat. Also hier können wir es gerade mal austesten, wobei die Karte, glaube ich, echt kaputt ist. Ja, müssen wir uns mal eine neue machen. Oder vielleicht ist auch in der nächsten Aufnahme dann schon wieder weg. So, dann kann man nämlich hier... Also wenn ich jetzt weggucke, dann malt er weiter. Ne? Nee, also diese Karte kann man echt, glaube ich, in die Tonne treten. Damit ist nicht sehr viel los. Hier konnte man doch jetzt durchfahren, oder? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Oder falsch gesehen? Also schlimm wäre auch nicht, wenn die andere jetzt kaputt ist, denn oft mit dieser jetzigen Karte müssten wir eigentlich wirklich nach Hause können. Komisches Ding. Was macht die denn da? Hm. Ich kann mir jetzt auch nicht ausmalen, woran das liegen kann. Also, wir haben die erweitert, als wir hierher gekommen sind, bevor wir das Dorf entdeckt haben, netterweise. Tja, das ist komisch. Irgendwas ist mit der... Vielleicht hat sie auch einfach nur irgendwie ihre Tage oder so. Weiß ja nicht. Na gut. Ich habe hier keine Mutmaßung über wehrlose und unschuldige... Karten anstellen. Aber ich würde vermuten, dass wir doch bald schon in einer Gegend sind, die sich da unser Heimatland nennen. Also das Auenland praktisch. So, und dann war da eine riesige Bucht. Durch die müssen wir eigentlich nicht wieder fahren. Aber euch kleinen Mistdingern wird was widerfahren, wenn ich das nochmal erlebe, dass ihr meine Boote kaputt macht. Da werde ich dann sauer. So, die ganze Bucht können wir ausklammern. Oh yeah. Da hat er aber wieder auf die Tour getreten. Dann brauchen wir uns nicht daran entlanghangeln, so wie wir es das erste Mal gemacht hatten. Aber da war auch das Problem, es wurde relativ schnell dunkel, weil wir gern Mittag losgezogen sind. Und dann kann man natürlich nicht davon sprechen, dass wir jetzt mal... Ach Mensch... Ach Mensch, da will die Karte wieder. Okay, vielleicht da müssen wir gerade nochmal zurückfahren. Ob wir die jetzt bemalt bekommen.
Oder wo der Bereich ist, wo die nicht mehr möchte. Ja, offenbar hier. Und was habe ich dir getan? Nee, da will sie nicht. Können wir gleich wieder umdrehen. Machen wir kehrt. Das ist so ein Ärger mit der Karte. Vielleicht mal hier aufs Meer rausgefahren. Das Gute ist, wir können uns nicht verlaufen. Es sei denn, ich schmeiße sie jetzt einfach mal mit Q weg. Das wäre aber auch sowas von blöd. So. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass jetzt der Rechner nicht hinterherkommt, hier die Chunks irgendwie aufzurufen und zu gucken, was drin ist. Das ist eigentlich ein bisschen lächerlich. Im Verhältnis zu den Sachen, die er sonst hier leisten muss. Derweil kann ich gerade noch mal ins Lückelein trinken. Gluck, gluck, gluck. So, Karte malt und die auch. Lass mich einfach mal so ein bisschen synchron malen. Guck mal, das ist ja schon unser Hügel. Der dürfte dann gerade oder knapp nicht mehr drauf sein oder fast noch so ein bisschen am Rande. Na, na. Ja, es kommt ja schon wieder Pirate Speak durch. Ich muss das dringend üben. Das wäre so unglaublich cool. So ein, ich will es jetzt nicht Dialekt nennen, das wäre wirklich ein bisschen zu viel. Nein, aber so eine Sprechweise sich anzueignen. Egal was, selbst wenn das Sächsisch oder Schwäbisch oder was weiß ich was wäre. Ne, da war ich auch noch nicht so häufig. Ja, und hier. Ach, die doofe Karte, ich schmeiß sie. Ja. Ja. Dann fährt das Boot halt nach draußen, schwimmt da wieder durch die Gegend, durch die Lande. Außer Rand und Bande. Witzig. Wenn es jetzt noch nicht dunkel wird, dann wäre doch eigentlich naheliegend, unsere mitgebrachten Schätze an den Mann oder an die Frau zu bringen, also ins Feld zu werfen. Also Kartoffeln wirklich kurz verscharren und die Möhren sorgsam unter ihrem Wachstum. Wie heißt das? Hat das auch irgendeinen Namen? Unter so einem Vlies einzubuddeln, einzubetten. So, Möhren da und Kartoffeln. Ach, die heißt Karotte hier. Okay, nennen wir sie Karotte. Karotte. So, und dann noch ein paar Kartoffeln hier hin. Kartoffeln. Ach, sehr hübsch. Dann können wir uns sehr abwechslungsreich ernähren. Was wir allerdings brauchen, ist die Wolle. Ganz, ganz viel. Denn sonst können wir da drüben nicht sehr viel werden. Ich glaube, 10 Wollblöcke wollte der Typ haben. Ja, das schaffen wir noch. Komm. Holen wir mal eben die Schere da aus. Die müsste ja oben in der Truhe drin sein. Folglich wäre es im Bereich des Möglichen, mal eben schnell hier quer durchzugehen. Es kann aber auch sein, dass der weiße Wolle haben will. Nein, da. Dann müssten wir wiederum mit Knochenmehl beigehen und ein bisschen umfärben. Das ist natürlich effizienter, wenn man das macht. Wo sind eigentlich die ganzen Schafe hin? Da hinten. Und da. Ist effizienter, wenn man das macht direkt am Schaf. Weil man ja bis zu 3 Wollblöcke von denen bekommen kann. Und man nur einen einzigen hier Trank oder was man da auch immer hat. Wow, hier ist aber echt. Hier ist was los. Ich wusste gar nicht, dass wir es so übertrieben haben. Ja, aber gut, ich wollte auch gerade diese Vielfalt hier haben und nicht nur weiße und schwarze Schafe. Natürlich, um hier so ein paar Klischees zu fördern, müssen das natürlich alles weiße Schafe, sondern ein einziges Schwarze. Ein einziges Schwarzes. Ja, das hat besser geklappt als vor ein paar Stunden, als ich ja irgendwo mal rüber hüpfen wollte und vergessen hatte, dass wir so hungrig sind, dass man gar nicht mehr sprinten kann.
So, also die ganzen Sorten hier, ne? Hem. Das ist ärgerlich. Wir haben gerade nichts, was wir hier lassen könnten. Lalalala. Achso, haben wir doch. Der Helm. Der, genau, den können wir aufsetzen. Und schon ist die Wolle unser und schnell nach Hause. Bevor ich daran erinnert werde, wie sterblich wir doch sind. Es geht zu Ende, liebe Freunde. Und zwar mit dieser Aufnahme, weil die Sonne untergeht und ich da nicht weiterspielen kann. Ja, genau. Nee, klassisch. GUI weg. In den Sonnenuntergang gucken. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Willkommen zurück bei Minecraft. Es gibt da eine... Ich muss gerade auf dem Ohr mal ein bisschen lauter machen, sonst höre ich ja gar nichts. Das nehme ich Musik an. Und genau da habe ich was rumgedreht, rumgeschraubt. Ah, jetzt muss ich es wieder leiser machen, das ist ja ein Ärger. Immer das Gleiche. Und zwar, wenn man in Minecraft hier mit Playlist arbeitet, muss man sich ja entweder entscheiden, macht man Nacht-Playlist, Tag-Playlist oder Höhlen-Playlist oder was auch immer da für 1000 Sachen möglich sind. Und das war mir einfach zu doof, deswegen habe ich kurzerhand meine Fingerchen zu Rate genommen und habe da mal was programmiert, sodass er automatisch zwischen Tag und Nacht umschaltet und dann je nach Situation eben ein paar Liedlein da reinspielt, die eher zur Nacht oder eher zum Tag passen. Aber bevor jetzt irgendjemand draußen rumnervt und uns hier an den Kragen möchte, glaube ich, gehen wir mal lieber schlummern. Jetzt muss ich ja noch leiser machen, oh Mann. Also die Tastenkombinationen sind wie gehabt, da ändert sich nichts. Eine kleine Verzögerung ist da drin und so weiter und so fort. So, wir waren in der Hölle, hatten... gar nicht in der Höhle, wir waren hier einkaufen so ein bisschen, haben Smaragde geholt aus dem Dorf. Das wir netterweise entdeckt haben, Kakteen, ein bisschen Weizen noch überher. Ich glaube, davon müssten wir mal was ablegen. Vor allem auch die Smaragde. Nicht, dass die abhanden kommen. Hey. Diamant? Ach so, Diamanten, genau. Da war ja was. Ach nee, ein bisschen Kohle können wir ruhig behalten. Nämlich so ein kleines Problemchen, dass wir... Schere brauchen wir eigentlich auch nicht. Guck mal, jetzt hat er schon auf Tag umgeschaltet, weil er sich aus den Spieldaten die aktuelle Uhrzeit rausholt, die ja da in Millisekunden angegeben ist. Und dann lübt der Hase schon. So, ich glaube, das Weizen packen wir mal hier ein bisschen gesondert hin, wovon wir eben relativ viel sammeln müssen, weil wir damit Handel treiben können. Genau, so auch so ein paar Tintensäcke, die ersten im Übrigen. Dann haben wir noch Wolle. Ich weiß gar nicht, haben wir schon irgendwo Wolle? Baumaterial war er auch nicht, ne? Und hergestellt ist das auch nicht, dann kommt das hier halt rein. Ach man, haben wir viele Wolle. Wo haben wir die alle her? Achso, haben wir geerntet. So, dann haben wir noch graue Wolle und haben noch ein paar Kakteen. Das ist auch so pflanzliches Zeug. Ist alles noch ein bisschen ungeordnet hier. Ich gebe es ja zu. Rosa Wolle haben wir noch. Rote Wolle, ach man. Haben wir aber gut gefärbt. Ein paar Fackeln, ein paar Einsame. Ja, Leitern, Pfeile, das Übliche. So, jetzt kommt man wieder dahin, wo es hingehört. Der Eimer auch. So, da wird auch langsam ein Schuh draus. Achso, da ist noch orangene Wolle. Orangefarbene Wolle. Gut. Achso, es ist natürlich möglich, dass das System, jetzt, was ich mich hier eingerichtet habe, noch nicht so ganz funktioniert. Ich habe das jetzt nicht endgültig 1000 Jahre getestet. Es kann sein, dass das nicht funktioniert. Dann kann ich es aber immer noch manuell auf immer Tag, immer Nacht oder immer Höhle umschalten. Das ist alles gar kein Ding. So, aber was wir brauchen, sind erstmal Fackeln. Was mich nämlich echt langsam ziemlich stört, ich will nicht sagen annervt, ist, dass wir hier unsere 37 Erfahrungslevel haben und mit denen nichts machen können. Also die sind einfach, ne? Schön übrigens hier. Die sind einfach, ja. Wir bewegen uns aber auf so einem ganz schmalen Pfad. Entweder wir fallen irgendwo runter, sind tot, dann sind die Erfahrungslevel alle weg. Oder eben auch nicht. Was ist immer eben so eine Gratwanderung.